Ja Leute, nachdem ich ja 5 Stunden lang nicht das blöde Labor gefunden habe, weil ich es immer hier gesucht habe, das Labor ist halt einfach hier. Ja, ja. Bin ja eigentlich nicht so der Fan von Sachen über Google rauszusuchen, aber das hat mich jetzt echt verrückt gemacht. So, wie komme ich da rein? Hä? Ich komme da gar nicht rein. Ja, nirgendwo hochspringen oder sowas. Warum ist da eine Barrikade? Ich will da rein. Ja gut. Ich glaube, das Ganze hat irgendwie wahrscheinlich ein Level Cap oder muss das ein bestimmtes Ding in der Story weit sein, damit man da reinkommt. Blöd. Dann gucken wir mal, was können wir denn noch machen? So. Der Kunde will, dass du eine gut riechende Keramikflasche findest, die mit einem schönen Muster verziert ist. Er will offenbar unbedingt wissen, was drin ist. Ich mache jetzt mal einfach Hauptquests. Das ist mir jetzt gerade. So. Zack. So. Dazu muss ich hier hin. Ey, dann muss ich einfach nur. Ja, doch einfach nur geradeaus. Los geht's! Yo, yo! Mach ich wieder schmeckt das eh? Ich sah sie wieder, ne? Aphasis-chan. Ach, sieh mal einer an, wer da ist. Es wurde auch Zeit, dass du dich zeigst, Aphasis. Du weißt schon, wie lange ich bereits auf dich warte, oder? Noch nicht so lang. Jedes Mal, wenn wir rausgehen, bist du da und wartest auf uns. Mist, es weiß Bescheid, Boss. Wie hat es erfasst, dass wir ihm folgen? Na bestimmt, weil wir uns nicht tarnen können. Beschatten haben wir auch nicht drauf. Deswegen. Ihr schon wieder. Euch ist schon klar, dass das, was ihr tut, unter Stalking läuft, oder? Ach, sei nicht so hart zu ihm, Korea. Joe ist ein netter Typ. Er hat mir sogar ein paar Süßigkeiten geschenkt. War er zufälligerweise dabei in einem Transporter? Zu trauen würde ich ihm. Und ich meine, bei den Titten hat er noch mehr Grund, das zu tun. Ich meine, gut, ich meine, er hat nur noch ein Auge. Er sieht nicht mehr dreidimensional, aber trotzdem erkennt man ja. Egal. Seit wann füttert er dich schon? Das will ich aber auch wissen. Kümmere dich nicht um solche Details, Meister. Joe kann versuchen, mich so oft wie er will zu bestechen. Ich werde ihm deswegen nicht folgen. Das mag wohl sein, aber sobald ich dich besiege, Meister, gehört es komplett mir. So läuft das. Du bist wahrlich der Einzige, der das hier glaubt. Klappe, ich fordere dich zu einem Kampf heraus, Zane. Hast du schon vergessen, wir haben schon gegeneinander gekämpft und wir haben gewonnen. Wir nehmen natürlich deine Herausforderung an, aber wir sehen keinen Grund, Ray aufs Spiel zu setzen. Naja gut, aber was, wenn ich euch sage, dass ich Informationen habe? Sagen wir mal zu verlorenen Teilen. Ich weiß, dass ihr nach denen sucht. Ich weiß zufällig das eine oder andere über sie. Es würde dich ein Vermögen kosten zu erfahren, was ich von einem Infohändler weiß. Warum weißt du so viel über Ray? Du bist wirklich ein Stalker. Na, so sieht er auch aus.
Ich weiß so viel, weil ich einfach alles über diese Arthasys erfahren möchte. Ich hörte ganz zufällig von diesen Teilen, als ich mir Infos über Ray einholte. Versuche ruhig dich herauszumogeln, aber ich beobachte dich und lasse dich keinesfalls entkommen. Ich gebe ja zu, einige Infos zu diesen Teilen wären jetzt sicherlich nett. Was sollen wir tun sehen? Hier ist eine Herausforderung. Kampf auf den Tod. Ja, das dachte ich mir auch, dass wir sowieso kämpfen. Hey. Ja. Dann auf in die nächste Runde und treten wir ihm wieder in den Arsch. Aber jetzt haben wir erstmal wieder die Ladezeit der Hölle. Au, 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 au. Nein! Nein! Ja. Blöd gelaufen. Komm hoch mit dir. So, jetzt geht's aber mal los. So. Weg mit euch. Aua, aua, aua. Wuhu. Wo ist Premier? Wo ist Premier? So, dich kriege ich. Nein! Ich sollte keine Nahattacken versuchen. Hey, wäre cool, wenn ihr mich kurz wiederbelebt. Ja, du kannst ganz toll hüpfen. So. Und BAM! 2 K.O. Ist noch deine. Und weg mit dir. Was sagst du jetzt? Somit haben wir einen weiteren Sieg in der Tasche. Jetzt sag uns, was du über diese Teile weißt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie konnte ich nur zweimal am Stück verlieren? Immerhin etwas, das zweimal bei dir ist. Ark! Na gut, ich stehe zu meinem Wort. Ich weiß Folgendes. Er hat doch gar nichts gesagt. Danke, dass du uns das erzählt hast. Wenn wir dieses Teil finden, werde ich dadurch noch viel stärker. Hehe, gerne doch. Jetzt entschuldige mich, ich sollte wohl besser abdampfen. Bis bald, Leute. Später, ich wusste es. Bring mir nächstes Mal mehr Infos, ja? Ich hätte nichts dagegen, ihn nicht wiederzusehen, aber ich glaube nicht, dass die Chancen dafür sehr gut stehen. Ray, du nimmst am besten keine Süßigkeiten mehr von ihm an, okay? Na gut, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, versuche ich lieber mehr Infos oder einen Gegenstand zu bekommen.
Wandlungschip mal 10. Ja. Verlobungsring? Yes. 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 Das war doch eine gute Ausbeute. Da kann man nicht meckern. Sind sie immer noch dabei, das große Update aufzuspielen? Die SBC-Flügel ist immer noch nicht geöffnet. Wahrscheinlich wird es eine Bedingung geben, die wir dafür erfüllen müssen, wie die Durchführung einer bestimmten Quest oder so. Naja, ich hoffe, sie brauchen nicht mehr ewig dafür. Ich bin total heiß drauf. Oh ja, du bist heiß. Hallo, tut mir leid, hier einfach so reinzuschneiden. Seliska, hallo. Ich habe dich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Oh, Hallöchen, Korea, wohnst du hier? Also ich muss jetzt mal sagen zu den drei, die da stehen. Boing, boing und naja, gut. Hä, Zeliska, bist du das? Hier lebe ich übrigens. Da bist du ja. Was machst du, Zane? Wir haben Ray wieder ganz alleine aufgefunden. Und nochmal. Boing, boing und naja, gut. Ich habe Ray gerade an einem Ladenfenster rumlungern sehen, während die NPC-Händler ihre begehrliche Blicke zuwarfen. Zum Glück kam ich gerade rechtzeitig. Hallo Meister. Tut mir leid, ich wollte nur ein bisschen spazieren gehen, aber ich hätte Bescheid sagen sollen, bevor ich einfach so abdampfe. Schon gut, Ray. Zane ist für dich verantwortlich und hätte besser auf dich aufpassen sollen. Ich bin nur froh, dass Daisy dich gefunden hat. Aber wenn das nochmal passiert, hole ich dich rein, damit du sicher bist. Danke fürs Einbringen. Das ist sehr nett von dir, Zeliska, aber mein Meister bleibt mein Meister. Daran wird sich nie etwas ändern. Ja, ist ja gut. Ich hab's jetzt gecheckt. Ich sollte besser aufpassen. Ja, schon klar, dass dir Ray nur helfen kann, wenn sie in der Nähe ist, oder? Warum hast du es also zugelassen, dass sie sich draußen verläuft? Ich hatte mich ja nicht völlig verirrt, Daisy. Ich wusste nur nicht recht, wie ich zurückfinde. Mehr nicht. Das ist die Definition von sich verirrt haben. Warum hast du dich überhaupt vor diesem Laden aufgehalten? Was für immer Süßigkeiten? Ich habe darin etwas gesehen, was ich unbedingt haben wollte. Und was? Konntest du es dir nicht leisten? Ben gibt dir also kein Taschengeld? Also Taschengeld! Das macht nichts, mein Meister ist immer noch neu im Spiel, von daher denke ich, dass bessere Ausrüstung derzeit wichtiger ist. Ein Taschengeld? Es gibt im Spiel ein System, durch das du deinem Aphasis Taschengeld geben kannst. Wenn du ihm Geld gibst, entscheidet es aufgrund seiner Persönlichkeit selbst, welche Gegenstände für seinen Meister. Dann kann man gleich selber kaufen. Manchmal hast du Glück und es kauft dir eine seltene Waffe oder etwas, was du zur Verstärkung verwenden kannst. Ja, manchmal hast du Pech und kriegst halt eine Klobürste. Natürlich kannst du auch manchmal komische Sachen oder benutzt das Geld für sich selbst, wie normales Taschengeld. Es hängt von der Einheit ab.
GGO で共に生きるパートナーですもの。少しはそういうところにも気をつけてあげてね。Der Punkt ist, dass du und Ray Partner in GGO seid. Es liegt in deinem und Rays Interesse, das auch so zu sehen. Wenn du das akzeptierst, mache ich keinen Aufstand mehr. In diesem Sinne, ich breche jetzt auf. Tut mir leid, dass ich das bisher nicht erwähnt hatte, Meister. Ich bin jetzt bereit, Taschengeld entgegenzunehmen, also versuch's doch mal. Und wenn ich nicht will? Gib dein Geld mit Verstand aus. Ich bin mir sicher, etwas Gutes zu finden, wenn ich mich anstrenge. Ja, ja. Zane, ich möchte dich etwas fragen. Wie genau lief das erste Treffen zwischen dir und Zeliska ab? Zeliska ist diejenige, die von den Leuten als ungekrönte Könige bezeichnet wird, stimmt's? Richtig, ich habe auch ein paar Sachen über sie gehört. Sie scheint nicht sehr viele Quests zu erledigen, wenn überhaupt, und in der Rangliste finde ich sie auch nicht. Ja, sie ist eine wirklich starke Solospielerin, aber sie nimmt nie am Bullet of Bullets oder anderen Events teil. Ich habe ein paar Mal mit ihr gesprochen, als ich selbst allein unterwegs war. Und manchmal hilft sie mir auch bei ein paar Sachen. Ich wäre so gern wie sie, stark und hübsch und generell so liebenswert. Wow, so toll ist sie also. Wir hätten sie zu einem Duell herausfordern sollen, als wir die Chance dazu hatten. Beim nächsten Mal fragen wir sie, ob sie Lust darauf hat, Korea. Kannst versuchen, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Aus irgendeinem Grund mag sie es nicht hervorzustechen. Ja genau, und deswegen trägst du so einen Ausschnitt. Ist klar. Suche nach Teilen. Yeah. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal für diese Folge.